Oh! Meine Güte, das ist mega kompliziert. Wenn man es mal aufgebaut, das ist sensationell, aber da braucht es so viel Geduld. Ich habe es mal gesehen. Und dann, wenn die Kerzen brennen, dann beginnt es zu drehen. Es ist mega cool, aber ich habe gemerkt, da muss man schon recht ein Künstler sein und eine Künstlerin sein, weil wenn man dann das ein bisschen so, siehst du, falsch macht, funktioniert das nicht so. Ne? So, schön, oder? Schau mal, jetzt machen wir so. Look das an. Mhm. Das kommt aus dem Erzgebirge und hat den Ursprung im Mittelalter. Wow. Und was man in der Weihnachtszeit nicht alles tun muss oder sollte, ehrlich gesagt, davon fühle ich mich sehr oft getrieben. Und vielleicht schiebe ich deshalb Dinge, wichtige Dinge, auf die lange Bank. Mehr davon erzählt uns Frauke. Oh ja, liebe Susanna, ich kenne das sehr gut, dass ich gerne Dinge auf die lange Bank schiebe. Und wie schön ist da das Bild von dieser Weihnachtspyramide, die dreht sich. Und warum dreht sie sich? Weil die Kerzen an sind und die Wärme mit der Flamme nach oben steigt. Und das ist genau das, was wie so eine Parallele ist für Gott. Wenn du dich darauf fokussierst, wofür brennt Gottes Herz in deinem Leben, was ist ihm wichtig in deinem Leben, dann steigt wie die Wärme hoch und du kannst Entscheidungen treffen. Du kannst sehen, welche Dinge fangen sich an zu drehen, welche Dinge möchte Gott in Bewegung setzen, wo legt er den Finger drauf, was ist ihm wichtig. Und lass uns das machen, uns auf Gott konzentrieren und schauen, was schiebt er an. Vielen herzlichen Dank, liebe Frauke. Hey, starte heute mit einem Gebet und bitte Gott, dass er dich führt, dass er dich leitet und dass er dir den richtigen Fokus gibt. Alle Jahre wieder hören wir die schönsten, aber auch die stärksten Weihnachtslieder. Was das mit dir zu tun hat, ja, das siehst du morgen.